What? Goddammit! Was macht denn Ginger mit all diesem Geld auf Patreon? Ach so, ja klar. Und da gibt es auf ihrer 100-Euro-Stufe auch noch ein Ginger-Dakimakura für begrenzte Zeit. Ist klar! Das Dakimakura von meinem OC gibt es nur noch bis zum 30. Juli. Schlag zu. Okay. Seien wir mal ehrlich. Viele von euch haben sich wahrscheinlich die Frage gestellt, was ich mit all dem Geld, das ich auf Patreon bekomme, mache. Wie viel also eigentlich so ein Cover kostet? Die Frage um die Kosten von so einem Coverprojekt kriege ich auch immer ganz oft in meinen Livestreams. Deshalb dachte ich, ja, vielleicht machst du einfach mal ein Video darüber. Auch einfach aus dem Grund, weil ich oftmals die Frage bekomme, warum ich meine alten Covers nicht wieder auf Spotify und anderen Streaming-Plattformen hochlade. Diese Frage einmal ganz schnell beantwortet, weil es viel zu teuer ist. Aber darauf gehen wir gleich nochmal genauer ein. Bevor ich das allerdings mache, möchte ich etwas klarstellen. Wir werden in diesem Video über Kunst reden und Kunst ist ein Luxusgut. Das heißt, Kunst kann wirklich teuer sein. Okay, ich glaube, das habe ich gut entschärft. Beginnen wir also aufzudröseln, woraus ein Cover besteht. Erstens, die Instrumental. Das ist die Musik, auf die ich dann drauf singen kann. Als ich angefangen habe, Covers zu machen, habe ich immer fremde Instrumentals genommen oder die vom Producer selbst. Jedoch, wenn ich Covers auf Spotify und anderen Plattformen zur Verfügung stellen will, muss alles an diesem Cover selbst neu reproduziert sein. Also heißt das im Endeffekt, eine neue Instrumental muss her. Ich darf nicht einfach die originale Instrumental verwenden. Und ich meine, wenn man schon Covers macht und basically die Melodie und den Text verwendet, kann man eigentlich ja schon mal sich hinsetzen und eine neue Instrumental machen. Zumindest, um damit Geld zu verdienen. Aber guess what? Ich kann keine Instrumentals machen. Wenn ich das selbst machen könnte, würde ich mir einige Kosten sparen. Aber naja, wenn ich das mache, dann kommt eher sowas dabei rum. Aus diesem Grund muss ich jemanden beauftragen, der das für mich macht. Der zweite Punkt auf der Liste unseres Covers ist Illustrationen. Theoretisch kann ich ein Video auch ganz ohne Illustrationen machen, dann wird es eben nur ein Lyric-Video. Aber ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan, kleine Geschichten in meinen Videos zu erzählen und überall mein OC einzubauen, um das Ganze ein bisschen, ja, persönlicher zu machen. Deswegen, ja, wir brauchen Illustrationen und davon manchmal gar nicht mal so wenig. Natürlich besteht ein Cover auch aus dem, naja, irgendwie wichtigsten, den Aufnahmen, also dem, was man so eingesungen hat. Das, was man eingesungen hat, muss abgemischt werden. Der Mix ist deshalb auch etwas, was Geld kostet. Damit wir am Ende auch was Schönes anzugucken haben, brauchen wir jemanden, der das Ganze zu einem Video verwurschtelt. Und manchmal frage ich auch Leutchens, ob sie meine Charaktere animieren. Dass die zwinkern und sich bewegen und so. Und ja, das war's soweit. Natürlich gehört zu einem Cover noch viel mehr als nur das. Ich schreibe die Texte, die ich dann einsinge. Meistens muss ich sie vorher übersetzen und dann irgendwie singbar machen. Ich schreibe Videoskripte, ich muss Künstler beauftragen und anschreiben, damit sie an meinen Projekten arbeiten. Ich muss mir Pläne machen, um im Auge zu behalten, wer wann was fertig kriegen muss. Ich muss den Künstlern oftmals zwischendurch Feedback geben, um zu sagen, was geändert werden muss, was bleibt oder was hinzugefügt werden soll. Und manchmal muss ich mich auch einfach hinsetzen und mit den Künstlern zusammen Ideen ausarbeiten, was mich schon die ein oder andere Nacht gekostet hat. Allerdings hört ihr schon, das alles sind Sachen, die mich kein Geld, sondern einfach nur eine Menge Zeitaufwand kosten. Und ja, in diesem Video geht's ja nur ums Geld. Was für eine Überleitung! Denn ja, wie viel kosten denn jetzt all diese Sachen? Ich versuche hierbei mal eine ungefähre Spanne zu nennen, denn jeder Künstler nimmt natürlich andere Preise. Und außerdem hängt der Preis natürlich auch von der Komplexität des Projekts ab. Wenn ich einem Künstler sage, er soll mir eine kleine undetaillierte Skizze machen, dann kostet mich das natürlich weniger, als wenn ich ihm sage, mach mir 5 volle Illustrationen mit Hintergrund, Charakterzeichnungen, vollem Shading und ja, alles, was noch so dazugehört, was aufwendig ist. Dann fange ich jetzt mal bei den Sachen an, die mich meistens das meiste Geld kosten. Und zwar sind das die Instrumental und die Illustrationen. Für die Instrumental bezahle ich meistens irgendwas zwischen 250 bis 500 Euro. Bei den Illustrationen ist das immer so ein bisschen schwierig, weil wie gesagt, je nachdem wie viel ich, sagen wir mal, bestelle, desto teuer wird es natürlich. Aber meistens bezahle ich für die Illustrationen in einem normalen Cover, in Anführungszeichen, ca. 100 bis 600 Euro nur für die Illustrationen. Besonders teuer wird es dann, wenn ich auch noch Hintergründe zeichnen lasse. Dann gehen vielleicht allein schon 300 oder 400 Euro für Hintergründe drauf. Und wenn ich dann noch vielleicht, weiß nicht, 3, 4 oder 5 Character Arts dazu haben möchte, ja, dann stapeln sich die Kosten doch ganz schön.
Für einen richtigen Mix gebe ich ungefähr 30 bis 150 Euro aus. Bei der Videoanimation ist es halt eigentlich genau wie mit dem ganzen anderen Rest, aber meistens bewege ich mich mit den Kosten bei der Animation so zwischen 100 und 250 Euro. Es gab letztens aber auch ein Video, das ist aber auch, muss ich sagen, sehr viel aufwendiger als das, was ich vorher sonst beauftragt habe. Das hat mich über 1000 Euro gekostet. Nur das Video. Naja, es geht eben immer noch aufwärts. Bei den Character Motions bezahle ich meistens irgendetwas zwischen 30 und 200 Euro. Ihr merkt schon, ja, man kann einiges an Geld hierfür ausgeben. Die Betonung liegt auf kann, denn nicht jedes Projekt muss so komplex sein, dass es preismäßig so in die Höhe schießt. Aber durch meine Unterstützer auf Patreon habe ich eben die Möglichkeit, eben mit diesem Geld pro Monat, das in eben solche Kunst zu investieren, in viel Kunst, in Kunst, die ich auch in meinen Videos euch wieder präsentieren möchte. Und naja, das kostet eben Geld. Lustigerweise kam ich mit 700 bis 800 Dollar letztes Jahr super gut klar, als ich noch keine eigenen Instrumentals gemacht habe. Aber ihr habt ja gesehen, die sind meistens doch schon mal ziemlich teuer und im Endeffekt sind diese Dinge jetzt die Gründe, dass mich Covers doch einiges mehr kosten als früher. Auch bezahle ich jetzt Geld dafür, Lizenzen für die Lieder zu haben, die ich covere, damit das alles, naja, irgendwie legal abläuft. Und vor allem, damit ich euch meine Covers auch auf Spotify und anderen Streaming-Plattformen zur Verfügung stellen kann. Ohne Lizenz kann ich das nicht einfach so machen, denn immerhin verdiene ich damit ja auch Geld wieder, ne? Aus diesem Grund reagiere ich auch immer so ein bisschen, nee, wenn ich einen Kommentar lese mit, oh, kannst du nicht dieses alte Cover auf Spotify hochladen? Denke mir, ja, okay, ich setze mich dann jetzt hin mit meinen schon aufgenommenen Recordings, gehe hin und bezahle nochmal für einen Mix und gehe hin und bezahle nochmal für eine Instrumental, vielleicht sogar bis zu 500 Euro und dann kaufe ich mir auch noch eine Lizenz, damit das Ganze auf Spotify landen kann. Nein, danke, ich möchte nur sehr ungern so viel Geld ausgeben, um mein altes Cover auf Spotify zu bringen. Die Covers, die nur aus Spaß entstanden sind, werden auch einfach nur kleine Spaßcovers bleiben und nichts, was ich verkaufen kann. Also, um zum Entschluss zu kommen, theoretisch können solche Coverprojekte sehr teuer und auch sehr zeitaufwendig werden. Des Weiteren habt ihr vielleicht jetzt einen Überblick, was ich mit dem Geld mache, das ich auf Patreon bekomme und dass ich jetzt nicht reich bin, weil ich so viel Geld dort bekomme. Ich bin vielleicht reich an Kunst, aber nicht reich an Geld, weil ich investiere das Geld schon immer ganz schön wieder in meine Projekte hinein. Aber ich bin auch dankbar dafür. Ehrlich, ich danke jedem einzelnen Patron, der mir sein Geld anvertraut, damit ich solche Sachen daraus machen kann. Ich kann mich hinsetzen und meiner Fantasie freien Lauf lassen und Künstler beauftragen, die meinen Projekten entsprechen und Ideen umsetzen, die ich ohne das Geld nicht umsetzen könnte. Vielen, vielen lieben Dank. Des Weiteren ist dieses Video vielleicht ganz nützlich, um daran zu erinnern, dass ich überhaupt einen Patreon habe. Denn ja, das letzte Video, wo ich daran erinnert habe, ist ja schon ewig her. Und ich möchte direkt mal so dreist sein und Werbung machen, weil gerade läuft ein Special Offer auf meinem Patreon, wo ihr ein Dakimakura im Ginger-Style bekommen könnt. Das Angebot läuft ab jetzt nur noch eine Woche, also wenn ihr Lust habt auf einen Ginger-Dakimakura-Bezug und ihr mich bei meinen nächsten Projekten aktiv unterstützen wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, euch das vielleicht durchlest und vielleicht sogar überlegt. Ich sag's mal so, dieses Projekt, von dem ich vorhin erzählt habe, wo mich allein die Videoanimation schon über 1000 Euro gekostet hat, dafür könnte ich eigentlich schon noch ein bisschen mehr Geld gebrauchen, damit, naja, auch Illustrationen vorhanden sind, die eben auch ultra teuer werden. Aber das Projekt wird super. Wenn das fertig wird, wird das richtig fett. Ich verspreche es euch. Naja, dann hoffe ich, dass ich nichts Falsches in diesem Video gesagt habe, dass ich jetzt nicht falsch rüberkomme und vielleicht eher den ein oder anderen aufklären konnte mit diesem Video und naja, es vielleicht auch den ein oder anderen interessiert hat, was hinter diesen Cover steckt, die man sich mal ebenso ansehen kann. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin noch zugeschaut habt. Ich freue mich auf viele weitere Projekte mit euch. Habt noch einen schönen Tag und bis dennchen. Bis zum nächsten Cover.